Die Frankfurter Festhalle ist nicht immer ausverkauft bei Rockkonzerten, aber gestern Abend war sie's. Full House für eine Legende aus den späten 70er Jahren. Kiss, eine der wildesten Bands der Rockgeschichte. Seit 20 Jahren hat man nichts gehört, sie waren auf der faulen Haut gelegen und die ist mittlerweile fast 50, aber je oller, je doller. Neues Album und die Fans rasten immer noch völlig aus. Jan Ebling war dabei. Mit einem Urknall haben sie sich zurückgemeldet. Kiss, die Kult-Glamour-Band der späten 70er Jahre. Nicht aus ihren Särgen gekrochen, sondern aus einem Jungbrunnen gehüpft. So begeisterten sie gestern Abend das Publikum in der ausverkauften Frankfurter Festhalle. Wir machen das schon ziemlich lange und die Fans wissen genau, ohne sie wären wir nichts. Kiss bedeutet alles für sie. Glaubt ihr an Zauberei, dann glaubt ihr an Kiss. Und die Fans kamen so richtig auf ihre Kosten. Ein fast nackter Rock-Rufti, Monster-Stifletten, ein Schlagzeug auf Enterprise-Kurs und sein Kommandant Paul Stanley, der gleich über seinen huldigen Jüngern schwebte. Kurzum, eine abgefahrene Show verbunden mit durchgeknallter Rockmusik. Das ist Kiss Kult. Wenn es Kiss nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Es ist einfach so. Es ist irgendwie was ganz anderes im Rock'n'Roll-Zirkus. Die Musik ist einfach ganz toll und die Leute sind echt klasse, gell? Ja, ja! Kiss ist super, super! Wenn die 70 sind, die werden genau so eine Musik hinlegen, wie sie es jetzt auch gemacht haben. Kiss-Musik muss man nicht unbedingt mitsingen. Hauptsache der Zungenschlag trifft den richtigen Takt, denn that's Rock'n'Roll. Lecker. Bleiben wir doch direkt bei den nackten Tatsachen. Damit kennt sich die folgende Dame schließlich perfekt aus.